Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Verstellung. Heute zeige ich euch wieder vom Hamburger Lauch, geiler Name übrigens, sein Hamburg Rebuild in der Version 3.0 mittlerweile. Und das will ich euch zeigen, warum, denn hier gibt es wieder was Neues zu entdecken, meine Damen und Herren. Also spitzt die Öhrchen und dann geht es im Prinzip auch schon los. Wir schauen uns natürlich erst das an, was es so Neues gibt jetzt hier bei diesem Mod. Das ist unser Containerport. Wir haben in Hamburg jetzt einen Containerport. Finde ich mega klasse. Warum finde ich es mega klasse? Naja, wir sind in Hamburg, meine Damen, meine Herren. Was haben wir in Hamburg? Richtig. Ganz viele Container. Oder also wer in Hamburg schon mal war, auf der Seite, wo die Touristen sind. Auf der anderen Seite sind die ganzen Container. Wer so eine Schiffsrundfahrt schon mal gemacht? Ich habe schon mal eine gemacht. Ich fahre jetzt einfach mal. Ich fahre jetzt einfach mal, weil hier ist ja eh nichts los jetzt. Genau, und wir gucken uns dann auch noch dieses Secret an, was wir letztes Mal schon angesprochen haben. Das gucken wir uns aber danach gleich noch an. Erst schauen wir uns den neuen Containerport an. Der interessiert, der ist wichtig. Den schauen wir uns an. Also wir fahren jetzt mal hier lang. Bin ich richtig? Ja, ne? Genau. Und hier haben wir ja Sunbill, das finde ich ganz gut. Sunbill, das ist geblieben. Finde ich toll, dass er den hier nicht wegradiert hat, sondern hat jetzt hier einfach in dem Fall hier den Containerport hingebaut. Finde ich richtig, richtig stark. Da schüsseln wir jetzt mal runter. Das passt mal auf, meine Damen und Herren. Auch ganz schön hier mit Schranke. Jawoll! Containerport. So, und dann kann man hier schön runterfahren. Ob man jetzt hier was machen kann, werden wir jetzt gleich mal sehen. Ich kann es euch noch nicht so ganz versprechen, was hier genau passiert. Aber da unten ist, kann man, glaube ich, reinfahren. Wir fahren mal langsam rein. Dass wir nirgendwo aufgehen mit unserem Laster. Muss ja nicht sein, dass gleich was kaputt geht. Oh. Oh. Holla die Waldfee. Und hinten, wie sieht es hinten aus? Alter, gerade noch so, ne? Also was haben wir denn hier hinten auf alle Fälle? Wir haben jetzt hier einen großen Parkplatz, wo ihr euch erstmal hinstellen könnt. Wir gucken, wir testen es jetzt natürlich auch mal, ob man hier schlafen kann. Also nächtigen kann, dass es interessiert. Was auch noch neu ist, ist natürlich, das finde ich richtig klasse, mitgedacht. Pass mal auf, das ist nämlich hier. Moment. Ist was richtig? Ein Toilettenhäuschen, meine Damen und Herren, das finde ich ja mega. Warum? Naja, auf solche Rasthöfe bzw. auf so Wartezonen braucht der Trucker natürlich auch eine Schüssel, wo er in der Früh seinen Furz mal ablassen kann. Finde ich richtig toll, dass da mitgedacht worden ist. Einfach mal so als Idee, ne? Finde ich gut. Ob ich jetzt hier schlafen kann, können wir mal testen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich bleibe mal hier einfach mal so stehen. Nein, ich habe jetzt hier kein Symbol. Wenn der Hamburger Lauch, der guckt ja hier fleißig dazu. Grüße gehen raus. Vielleicht kann man hier noch schlafen. Also vielleicht gibt es noch die Möglichkeit, hier ein Schlafsymbol hinzusetzen. Zumindest auf den Stellplatz war jetzt keiner, wo ich schlafen kann. Vielleicht ist auf den anderen jetzt hier noch ein Schlafplatz hinterlegt. Das weiß ich nicht. Entweder müsste man es komplett testen. Aber ich würde einfach warten und sagen, wir gucken mal, was er dazu sagt. So, wir haben hier natürlich einen Containerport. Das finde ich richtig klasse. Wir können jetzt hier am Hafen unsere Container abliefern. Das finde ich richtig, richtig mega. Das finde ich richtig gut. Und wenn wir uns da mal den Frachtmarkt anschauen oder im Frachtmarkt anschauen, was hier zu holen gibt, finde ich es echt klasse. So, pass mal auf. Ich klicke jetzt hier mal drauf. Dann habe ich hier unseren Frachtmarkt. Und dann habe ich hier. Was? Also hier kann ich zumindest nichts angucken. Zumindest in Hamburg. Nicht am Hafen. Obwohl. Vielleicht muss ich noch eine Runde schlafen. Kann natürlich auch sein. Moment. Hier habe ich nämlich schon einen Trailer gesehen, hier hinten, da. Hier, guck, du guck. Das ist der einzige? Ja, ne? Hier steht auch noch was, guck. Da. Also hier stehen schon Trailer rum, warum es jetzt gerade nicht geht, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich einen Trailer dran habe. Ne, da hat keine Ladung dran. Wie auch immer, auf alle Fälle stehen hier Trailer. Und ich denke mal, liegt bestimmt jetzt hier an meinem Trailer, den ich jetzt hier gerade nutze, dass es nicht geht. Aber im Bockwurst. Wir haben hier jetzt einfach mal mitten direkt am Hafen, wo wirklich unsere Containerschiffe hier stehen und ihre Container oder ihre Büchsen bekommen, so wie auch hier so ein Terminal ist, haben wir jetzt hier unser Ab. Das finde ich einfach authentisch. Das gehört rein. Ich verstehe nicht, warum SCS das nie gemacht hat, hier einfach mal sowas hinzubauen. Das finde ich, also find ich richtig, 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 richtig klasse. Durchdrehen natürlich jetzt hier wieder um. Denn es gibt noch ein bisschen mehr zu entdecken. Ach, ich kann mir ja einfach einen Kreis fahren, ja, ne? Kann man. Hier gibt es nämlich noch irgendwo eine Tankstelle. Ich weiß bloß noch nicht genau wo. Ich muss bloß mal gucken, wo.
Nicht den LKW kaputt fahren. So, mal um die Kurbelschlüssel hier. Eieiei. Hier geht's dazu. Ich guck mal auf der Karre. Wir haben jetzt hier, passt mal auf, Tanke. Ach, da ist eine Tankstelle. Ah ja, okay, warte mal, da muss ich nochmal zurückfahren. Da ist eine Tankstelle. Also hier raus. Hier ist auch noch ein Trailer. Also es muss schon funktionieren hier. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas falsch gemacht heute. Ich mache öfters mal was falsch. Das gehört dazu. Ach, da steht sie doch. Da ist auch die Tankstelle. Holla die Waldfee. Also ihr könnt dann hier auch tanken gehen. Finde ich klasse, am Hafen tanken fahren. Warum nicht? Tolle Idee. Also das finde ich richtig klasse. Diesen Terminal Port hier, den finde ich richtig stark. Also der ist richtig gelungen. Da kannst du sagen, was du willst, aber der rockt. So, jetzt fahren wir mal rauf. Denn wie ihr wisst, gibt es ja auch... oh, langsam. Hey, läuft. Läuft. Schwanke auf, bitte. Jawohl, dankeschön. Ist ja nett. Gibt es ja da drüben GNT. Und da gibt es ja dieses sogenannte Secret. Das hatte ich ja letztes Mal... Wo habe ich nicht gewusst, wo das ist. Er hat es dann nochmal geschrieben. Ich soll mal hier reinglotzen. Und das mache ich natürlich auch. Und hier soll ich irgendwo reingucken. Ich bin gespannt, was denn da auf uns, was da so auf uns wartet. Soll mal da reinschauen, hat er gesagt. Das ist doch nicht. Ah, hier! Ein Kunde. Also, so sieht Hamburger Lauch aus und da ist der Pfalzmapper. Hamburger Lauch war es hier und Pfalzmapper war es hier. Toll. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das nächste Schild Mr. Jim Truck war hier. Wo ist hier? Ich hoffe, dass ihr das bitte mit einpflegt. Echt coole Idee. Also, ich sehe schon, ihr habt keine Langeweile. Finde ich klasse. Finde ich toll. Macht richtig Laune hier. Auf dieser kleinen, auf dieses Hamburg Rebuild drauf einzugehen und einfach zu nutzen. Ich finde es richtig klasse. Bleibt da wirklich am Ball. Das macht echt Spaß und Laune hier. Hamburg sich vergrößern zu sehen, das sieht auch richtig gut aus. Mir gefällt es. Und wie schon gesagt, der Hamburger Hafen ist für mich sowieso in Hamburg total unter. Und das finde ich wirklich klasse, damit ihr jetzt hier so ein Terminal hinpflastert und man es auch richtig nutzen kann. Also da richtig Hut ab. Toll gemacht. Großes Lob. Ansonsten, tolle Geschichte auch mit dem Toilettenhäuschen, das ist eine süße Idee, finde ich gut. Und ja, ne? Parking Spot heißt es ja in front of the container port. Also wie gesagt, wenn ihr mal da noch pennen könnt, wäre vielleicht noch ganz cool, aber muss ja nicht sein. Ne? Ansonsten, falls ihr noch Fragen habt zu diesem Mod, dürft ihr das natürlich gerne machen. Einfach kommentieren in die Kommentare. Der Hamburger Lauch und ich jetzt mal falsch mit lesen auch mit. Dann könnt ihr dementsprechend vielleicht noch, falls ihr noch Ideen habt, dann haut einfach mal raus eure Ideen, dann könnt ihr das da gern kommentieren. Vielleicht ist da was dabei, wo die sagen, hey, klasse Idee, das können wir vielleicht noch mit reinpflastern oder mit reinbauen. Warum eigentlich nicht? Ne? Coole Sache. Also bleibt am Ball. Ich hoffe, dass Hamburg sich noch ein bisschen vergrößert, denn Hamburg ist riesengroß. Es ist auch eine sehr schöne Stadt und ich hoffe auf weitere Updates. Vielen Dank dafür. So, in diesem Sinne, Daumen da lassen, Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch wie immer knitterfreie Fahrt. Macht's gut, bis bald. Adios.